Willkommen im High Five Channel. Hey Leute, heute zeige ich euch das ultra coole, actiongeladene Rennspiel Need for Speed Shift, der ultimative Rennsimulator. Naja, mittlerweile gibt's schon Teil 2, aber wen interessiert's? Wir beginnen gleich auf der Nordschleife. Jeder große Fahrer dieser Welt träumt davon, einmal im Leben auf dieser ultra spektakulären Strecke zu fahren. Und ich zeige euch heute, wie es sich anfühlt. Ihr werdet gleich merken, dass ich ein wahrer Meister dieses Renngenres bin. Lasst uns loslegen. Brumm, brumm. Yeah. Ich mach euch alle fertig. Take down. Ich bin sehr glücklich, dass es Fahrhilfen wie Traktionskontrolle und sowas gibt. Ansonsten würde ich hier ziemlich dick abkacken, denke ich. Denn der Wagen, den ich hier gerade fahre, hat äußerst viel Power unter der Haube. Vierter, wenn ich das richtig sehe. Hab gerade echt keine Zeit, auf die Anzeige zu glotzen. Dritter! Ah, Sparta! Sparta! Sie machen es mir nicht einfach. Jetzt hat mein Auto auch noch Schaden davon getragen. Zieht jetzt leicht nach links. Erster! Sparta! Over 9000! Das Auto ist jetzt mit diesem Schaden allerdings auch schon relativ schwer zu kontrollieren, muss ich sagen. Dennoch versuche ich euch jetzt mal die verschiedenen Perspektiven zu zeigen, die Need for Speed Shift bietet. Sobald ich etwas Zeit habe, von den Lenktasten abzulassen. Die Bodenperspektive. Immer wieder schön. Motorhaube. Dass ich hier fahre wie ein Besoffener, liegt einfach daran, dass mein Auto beschädigt ist. Wirklich? Und Innenperspektive. Und Crash in der Innenperspektive. Das musste ich euch jetzt mal zeigen.
Das Auto lässt sich im aktuellen Zustand wirklich sehr schwer lenken. Das lässt sich normal schon schwer lenken, aber in diesem Zustand geht es wirklich noch schwerer. Und wir sehen, die Scheibe bekommt realistisch Kratzer, wenn ich irgendwo gegenfahre. Das Spiel fordert wirklich eine ganze Menge Konzentration. Besonders wenn man mit einem kaputten Auto durch die Gegend fährt. Aber dennoch bin ich Erster. Ja, abgekürzt. Die Runde war eh keine große Meisterleistung. Da kann die Rundenzeit ruhig ungültig sein. Zur Grafik muss ich sagen, die Autos gefallen mir relativ gut in dem Spiel. An den Bäumen muss man allerdings noch arbeiten. Nicht nur, dass die Umgebung ganz weit in der Entfernung da vorne langsam reinploppt, wenn man sich die Bäume in aller Ruhe ansieht, wirken sie eher wie Vorhänge als wie Bäume. Oh, noch einmal abkürzen und ich werde disqualifiziert. Da muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Aber zum Glück war es nur eine Runde. Okay, aber ich habe gewonnen. Das war's, was ich euch zeigen wollte. Mit Willen kann man alles erreichen auf dieser Welt. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt was gelernt und etwas vom Spiel gesehen. Vielleicht animiert euch dieses Video ja sogar dazu, euch das Spiel zu kaufen. Have fun!